Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Newcomer-Video. Jede Woche Sonntag und Dienstag, 19 Uhr, bin ich am Start auf Twitch und checke Newcomer-Einsendungen und Underground und so weiter. Und in diesem Video packe ich euch immer meine Favorites der Woche zusammen und versuche euch so neue Künstler näher zu bringen. So, rein da ins Video. Viel Spaß mit den zwei Künstlern. Wir kommen zu Nein Nitneck mit Zaza. Okay. Okay. She got all the Molly, she won't pop it all at once. Pop it all at once. Pop it all at once. She can have it all, but she won't chase the ones. She just chased them once. She just chased them once. Ayy, crush a bit, little bit. Roll it up, take it hit. They gonna act, but they're not that rich. Came in this place from a London bitch, uh-huh. I spin it back on the skates. Came in this club with a Drake, ah. You better watch what you say. Click, black, load that, aim that. Shout out the guys on the west side. Keep telling myself I'm that guy. Don't know nobody who's that fly. Don't know nobody who's that high. I feel like Cardi, a man on the moon. She wanna play with the bad guys. She wanna steal from the damn life. She wanna act you damn right. She want that Zaza, the Zaza, you know. Zaza, the Zaza. She want that. She want that. She want that Zaza, the Zaza, Zaza, you know. The Zaza. She want that. She want that. She want that. She want that. She want that Zaza, the Zaza, you know. She want that. She want that. Hä, hey, warum finde ich das irgendwie hart? She want that Zaza, the Zaza, you know. She want, want that. That Zaza. She want that. Zaza. J'avais qu'un. J'avais que ma paire de couilles, toujours mauvais rôle du bon film. Französisch? Dans prison break, j'étais pas qu'au fil. Un pour moi, deux pour ma mère, c'est la seule qui m'écoute quand je me confie. Hein? C'est la seule aussi à qui je me confie. Là, je demande qu'on m'éloigne des traites. Je me reste solo comme je viens de naître. Mieux vu sur le net, le compte est vite en brut en net. Sa bouche souffle, ne se referme pas. Faut que je bois comme une canette. Toujours la mif avant tout, comme Claire McLeod et Janet. Hé? Ich finde das echt geil gerade. She want that Zaza, the Zaza, you know. You know. She want that. She want that. She want that Zaza, the Zaza, you know. She want that. She want that. Hä? Ich musste. Okay, mir platzen gleich die Ohren, weil ich super laut jetzt für mich bin. Ich musste echt laut drehen. Okay? Also, wow, holy shit. Also, ich habe gefühlt, das ist no joke, ich selber war doppelt so laut wie der Song. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, es war irgendwie geil. Ich muss sagen, das Englisch war geil. Ich hatte ein bisschen Sorge, als ich es laut gemacht habe, dass Englisch irgendwie so von der Aussprache her nicht so geil ist. War aber geil. Ich fand das Französisch hart. Das Französisch war halt komplett, weiß ich nicht, das sind anscheinend zwei Stück gewesen, ne? M. Dacha, okay. M. Dacha, war das der Franzose oder ist das Nitneck? Ah, okay, englische Songs, ich denke mal, er war, warte mal, Back in the Stu. Nee, sagt mir nichts, Alter. Aber ich muss sagen, das hatte was. Das hatte was, Alter. Ich will noch mal ganz kurz hier in der Mitte hören. Wenn ich bei euch lauter mache. So? She wanna steal from the damn life. She wanna act you damn right. She want that Zaza, the Zaza, you know. Ich glaube, jetzt ist ein bisschen lauter bei euch. She want that. She want that Zaza, the Zaza, you know. She want that. She want that. She want that Zaza, the Zaza, you know. She want that. She want that. She want that Zaza, the Zaza, you know. Okay, jetzt nochmal der Franzose, Alter. She want that. She want that. J'avais qu'un. J'avais que ma paire de couilles, toujours mauvais rôle du bon film. Dans prison break, j'étais pas qu'au fil. Un pour moi, deux pour ma mère, c'est la seule qui m'écoute quand je me confie. C'est la seule aussi à qui je me confie. Je demande qu'on m'éloigne des traites. Je me reste solo comme je viens de naître. Mieux vu sur le net, le compte est vite en brut en net. Sa bouche souffle, ne se referme pas. Faut que je me crame comme une canette. Toujours la
un mif avant tout comme Claire McLeod Janet. She want that Zaza, the Zaza, you know. She want that. She want that. Ich gehe jetzt einfach wirklich nach meinem Geschmack, nach meinem Gefühl. Ich find's geil. Sag ich ganz ehrlich, ich finde den Beat geil. Das geht in diese französische Richtung natürlich, klar. Aber irgendwie so eine härtere Snare, habe ich das Gefühl. Ich fand das Englisch geil. Ich finde die Hook cool. Habe ich jetzt gerade ein bisschen oft gehört, aber trotzdem muss ich sagen, fand ich die cool. Ich fand den Gesang am Ende von dem französischen Part, fand ich im Hintergrund, ne, dieses Zaza, fand ich geil. Der französische Part hat ganz verrückte Stimmlagen. Flow finde ich nice, finde ich ein bisschen verrückt, ein bisschen gute Energie. So ein bisschen Adlibs hätte man so krankere dazwischen machen können. So wie MHD zum Beispiel. So komplett. Aber sonst muss ich sagen, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht und war jetzt nicht die 50. Version, die ich jetzt auf Deutsch mit französischen Wörtern höre oder so ein paar spanische oder so. Ging irgendwie, weiß ich nicht. Muss sagen, so diese Richtung habe ich das so noch nicht gehört, glaube ich. Würde ich jetzt mal sagen. Roll it up, take it here. They gonna act but they're not that rich. Came in this place from my London bitch. Hat so ein bisschen UK-Style, ne? Ich weiß nicht, was er da mit London gesagt hatte. Jetzt ist halt wieder super leise bei mir. Irgendwas mit London, glaube ich, oder so. Ich würde aber trotzdem sagen, Digga, irgendwie fand ich das geil. Ich weiß nicht warum. Ich fand's nice. Du bist es für mein Video, Alter. Du bist es. Du bist es. Oder ihr. Besser gesagt, ihr seid es. Ihr seid es für mein Video. Ja, ich fand's cool, sag ich ganz ehrlich. Also will ich denn mehr? Also, das geht doch voll in meine Richtung, Alter. Gut, ist zwar kein Stück Deutsch, aber wir kommen zum vorletzten für heute Abend und zwar zu unserem herzallerliebsten Proceed. Ein Künstler, wo ich sagen muss, diese Stimme macht mich schwach. Wir haben noch Zeit, alles entspannt und Champions League geht ja gleich erst los. Proceed hier mit einem Feature, El Rafo. Oh Gott, habe ich den schon mal gehört? Kenne ich den, Bro? Hast du den irgendwann mal dabei gehabt oder so? Oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ist das der erste Feature-Song, den ich von dir höre? Warte mal, ist das der erste Feature-Song, den ich von dir höre? Ey, guck dir das mal an, ne? Fast jeder Song von dir in der Playliste von mir. Das ist schon krass. Das ist schon crazy, Alter. El Rafo und Proceed. Okay. Himmel hat es ein Feature. Ah, okay, aber jetzt nicht bewusst im Kopf gerade gehabt. Okay, okay. Icarus. Auch schönes Cover dazu. Verdammt, ich dachte, ich könnte das größer machen, das Cover. Ich weiß nicht mehr wohin und auch nicht mehr wofür. Denn immer wenn ich mit dir rede, schließt dein Herz die Tür und lässt da niemanden rein. Nicht mal Sonnenschein. Oh wow. Ich dachte, du gehst nie weg. Doch du suchst einen Ausweg, bevor es verletzt. Bevor es dich verletzt. Ich dachte, du hältst mich fest. Und man mit boah, schöne Harmonie. Eigentlich will ich gar nicht Pause drücken, aber wie viele Stimmen sind da? Wie viele Spuren, Alter? Ganz hoch, da, hier, da, 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 da. Krass, Junge, wie viele? Ich dachte, wir fliegen bis zum Mond und zurück. Doch für dich war ich nur ein Not. Was soll ich zu dir sagen? Digga, du fängst an und hast direkt ein fucking Vibrato in deiner Stimme. Du hast direkt im Einstieg hast du ein Vibrato. Wir fliegen bis zum Mond und zurück. Doch für dich war ich nur ein Notfallplan, damit du nicht alleine bist. Ich dachte, mit dir hab ich das erste Mal gesehen. Doch für mich warst du mein Untergang. Mein Schicksal wird von dir bestimmt. Ich kenn mich für dich in den Abgrund gestürzt.
für mich fühlt sich das gerade wie ein Anime-Intro an, ne? Ich weiß nicht warum. Es fühlt sich gerade an, als wird jetzt einfach irgendein Anime gleich losgehen, Alter. What the fuck? Ich weiß nicht, was du mein Untergang, Schicksal wird von dir bestimmt. Ich kenn mich für dich in den Arm. Und jetzt reiten die so. Ich wollte dir zeigen, dass ich anders bin. Anders als die anderen. Fangst du mich dann im Arm? Ja, Mann. Unglaublich besondere Stimme. Hasse. Also das ist jedes Mal sage ich das, wenn ich sie höre. Und jedes Mal denke ich so, Bro, sowas habe ich noch nicht gehört, wirklich. Du hast ein tiefes Vibrato, was ich so nicht kenne. Du hast eine Emotion, in deiner Stimme. Das ist so schön zu hören, Mann. Und es ist halt nicht dieses typische Urban-mäßige, sag ich mal, dass man so ein bisschen, sag ich jetzt mal, Autotune und weiß ich nicht, ne, so in diese Richtung geht mit leichten Rap-Beats oder weiß ich nicht was, sondern bei dir ist es auch nicht Pop. Du bist für mich auch kein purer Pop-Künstler. Du hast einfach irgendwas Eigenes. Und das finde ich so besonders an dir. Das finde ich so cool. Und du kannst alles machen. So, sag ich dir ganz ehrlich. Auch in der Hook, ne? Wenn man deine Stimme da ganz oben drüber hört nochmal. Also sticht immer heraus. Sticht wirklich. Stell dir jetzt einfach so ein Anime-Video dazu vor, Mann. Wow. Das war schön, Mann. Ey, jetzt. Ich mit dir rede, schließ dein Herz die Tür und lässt da niemanden rein. Aber zu ihm habe ich jetzt gar nicht gesagt, deswegen. Ich dachte, du gehst mir weg. Doch du suchst einen Ausweg, bevor es verletzt. Bevor es dich verlässt. Ich dachte, du. Okay, ich muss sagen, der Rafo hat eine angenehme Stimme. Absolut nichts, was irgendwie krass schlecht ist oder irgendwie sowas. Problem ist einfach, du hast für mich eine noch besondere Stimme. Du hast für mich nochmal so ein, wie soll ich sagen, so ein Merkmal da drin, was man einfach raushört. Man hört es einfach so. Und das ist nochmal, das ist eine Sache, die bleibt halt im Kopf einfach, ne? Insgesamt muss ich sagen, ist ein schönes Ding. Die Hook selber hittet bei mir nach deinem Part auf jeden Fall mehr. Man merkt so ein bisschen, wie ihr am Anfang die Energie rausnehmt. Am Anfang dieses ne, so alles tiefer und alles so ein bisschen von der Energie ein bisschen entspannter. Das kommt ein bisschen für mich krasser nach deinem Part, muss ich sagen. So, nach El Rafos Part finde ich nicht so, vielleicht nicht so der krasse Kontrast dazwischen. Sonst muss ich sagen, war die Hook auch sehr schön gemacht. Ich sag dir ehrlich, auch dich nehme ich ins Video rein. Auch dich will ich ins Video haben, Alter. Scheiß drauf, ich will dich halt rein haben. Alter, das war wunderschön, wirklich. Wie oft haben wir hier einen Song, wo ich sage, ey, der erinnert mich an Anime-Musik. Wie oft habe ich das? Ich würde beinahe sagen, gar nicht. Also von daher, wenn es jemand verdient hat, dann definitiv du mit deinem Part. Oh ja, seit 2 Wochen mache ich wieder Newcomer-Videos. Proceed. Schön, dass du das gar nicht wusstest. Guck mal, ist eine schöne Überraschung, ja. Jeden Mittwoch, 18 Uhr, kommt ein Newcomer-Best-of, wo ich versuche natürlich nur die reinzupacken, wo ich zu 100% hinterstehe. Ja, ist noch nicht so einfach, weil, ja, siehste, wenn du es selber nicht, als Newcomer nicht mitbekommen hast, geht's halt leider noch ein bisschen sehr unter im Vergleich zu den anderen Videos. Sehr schade, aber das ist das Business, ja. Das ist das Business. Da müssen wir alle durch, ne? Ich würde natürlich auch gerne viel mehr Klicks haben, aber es ist halt ein Format, das ich halt einfach liebe. Und da ist es mir dann auch, muss ich ehrlich sagen, scheißegal mit den Klicks, ne? So, würde ich jetzt halt auch ehrlich sagen, ne?